Herzlich willkommen beim Kuckuck-Projekt. Wir haben ja beim letzten Mal PostgreSQL auf dem Jail installiert und ein bisschen konfiguriert und uns dann mit pgAdmin 4 darauf verbunden. Jetzt war bei mir das Problem, dass pgAdmin eine ältere Version ist und wir sollten das natürlich erstmal aktualisieren, bevor wir weitermachen. Also nehmen wir einen Browser, gehen wir auf die pgAdmin-Seite. Ich glaube, es ist pgAdmin.org. Genau, dann drücken wir da auf Download. Ich lade mir jetzt hier für macOS die Version runter. Es gibt noch die Möglichkeit natürlich auch, abgesehen davon, wenn ihr ein anderes Betriebssystem benutzt wie Windows oder Linux oder so, das dort zu installieren. Oder ihr könnt das auch coolerweise, weil es ja jetzt neu entwickelt wurde mit Python und HTML, auf dem Server installieren. Und dann im Browser benutzen. Das ist dann eigentlich ganz toll, wenn man von mehreren Rechnern aus darauf zugreifen will und dann muss man nicht immer die Server neu überall gleich einrichten und Aktualisierung auf jedem Rechner einzeln machen. Ich habe es jetzt nicht, weil das ist immer, auf FreeBSD ist das so, oder war es zumindest immer eine Frickelei, weil es nicht in den PKG-Repositories war. Man musste das halt händisch runterladen, Virtual Environment in Python anlegen und und. Hatte ich irgendwie nie Lust drauf. Deswegen machen wir es jetzt hier so, laden wir mal für macOS das DMG einfach runter. Bei Windows ladet ihr dann die Setup-Datei einfach runter und installiert die. Dann gucken wir mal, dass wir das mal aktualisiert kriegen. Bei Linux benutzt ihr wahrscheinlich den Paketmanager der Wahl. Bei FreeBSD habt ihr Pech gehabt. Da gibt es als aktuellste Version pgAdmin 3 und das ist schon ja, sehr, sehr alt. Würde ich nur für alte Instanzen benutzen. Dafür hat es aber noch seine Daseinsberechtigung, denn wenn ihr noch eine alte PostgreSQL-Datenbank habt, dann könnt ihr oftmals mit dem neuen pgAdmin 4 da nicht mehr drauf zugreifen. Da braucht ihr dann noch einen pgAdmin 3. Und wer mal mit pgAdmin gearbeitet hat und auch mit der Kommandozeile, der weiß, pgAdmin ist ein echt schönes Programm, egal jetzt ob in der 3er-Version oder in der 4er-Version. Es hat eine Menge Komfort. Es ist schön zu bedienen, schön zu benutzen. Kann ich nur empfehlen. So, hier das DMG ist gemountet. Wir ziehen hier einfach das rüber auf das Application-Verzeichnis. Jetzt gleich wird hier gefragt, wollen wir beide behalten, abbrechen oder ersetzen. Ich mache mal ersetzen, weil ich brauche die alte Version nicht. Ich gebe mein geheimes Passwort ein und dann wird die Software irgendwann mal rüber kopiert. Das dauert bei pgAdmin ein bisschen lange, weil pgAdmin aus tausenden kleiner Dateien besteht. Aber in weniger als einer Minute sind wir gleich fertig und können dann mal ausprobieren, ob es funktioniert. So, wir sind fertig mit Kopieren.
ziehe mir das mal unten in die Leiste rein. Ich weiß jetzt nicht, ob die Software signiert ist. Gucken wir mal kurz. Ja, so, wir klicken auf Öffnen. Und loggen uns mal ein. Und sehen dann hier, dass wir tatsächlich darauf zugreifen können und hier unter Schemas im Public-Bereich unter Tables auch noch unsere Testtabelle haben. Genau, das ist jetzt die neueste Version. Damit lässt sich dann wieder arbeiten. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.